Servus, habe die Ehre und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einem neuen Video. Ja, und zwar haben wir jetzt einmal so ein paar Sachen überlegt, wo ich euch Hilfe brauche, beziehungsweise euch eine Meinung wissen möchte, weil mir ja, wie in einem früheren Video schon mal gesagt habe, mir die Interaktion ganz wichtig ist. Und zwar geht es um Folgendes, habe ich mir eine kleine Liste gemacht, was ich alles so für Ideen habe. Aber ich habe mir gedacht, ich frage euch, weil in einigen Sachen ich theoretisch neben der Schule, wohlgemerkt, ja, ich gehe in eine Ganztagsklasse, das heißt Unterricht von 8 bis 15.30 Uhr und da müsst ihr einen Haufen Arbeit einstecken und deswegen haben wir gedacht, ich frage euch vorher. Das heißt, bitte, wenn ich euch, ich werde euch das jetzt so nacheinander erklären, was ich mir überlegt habe und dann bitte, eure Anregungen in die Kommentare. Ja. Muss man zwar eigentlich nicht dazu sagen, ich tue es aber trotzdem, weil ich das bei anderen YouTubern auch oft sehe, ist jetzt wurscht, ob die Gaming machen oder Lifestyle oder whatever. Nur konstruktive Kritik, Meinung, Anregung. Wenn einer ausfallen wird, die Kommentare werden in Zukunft immer ausgefiltert. So. Das nur mal vorweg, weil es dann leider doch welche gibt, die es dann tun. Und man das eigentlich nicht dazu sagen muss, aber na, wie schon gesagt, ich tue es trotzdem. Ja, das erste war eine Verlosung. Wollt ihr sowas einmal sehen? Dass ich irgendwas verlose, was weiß ich, Amazon-Gutschein oder irgend sowas. Muss nicht zwingend Amazon-Gutschein sein. Also, ich lasse mir da auch was anderes einfallen. Also wie schon gesagt, auf jeden Fall habt ihr allgemein einmal Interesse an einer Verlosung. Boah, ich labere jetzt schon wieder 2 Minuten und bin gerade einmal beim ersten Thema. Ja, ich weiß es nicht. Ja, also wie schon gesagt, bei Interesse, genau, ich mache jetzt immer so, das heißt unten in die Kommentare. Dann, das muss man gleich streichen, weil sonst kommt der Simon durcheinander. So, wollt ihr mal, genau, das nächste ist, vielleicht kennt ihr der eine oder andere die Backbox aus Weiden in der Oberpfalz. Also von Walter Jelinek. Vielleicht kennt ihr den und seine Backbox jemand. Und der hat jetzt in Brien, da wo es, wo das alte Kimse-Center war, wenn man bei der Polizei die Straße entlang fährt. Genau, wo man dann zu Abzweigen kommt, Weldenwart und Rümsting. Und da war ja mal das alte Kimse-Center draußen. Und da hat er Oldtimer-Handlung aufgemacht. Und jetzt wollte ich mal fragen, wollt ihr mal Oldtimer sehen? Porsche, also entweder Porsche oder VW oder beides. Na, wisst ihr Bescheid. Kennt alles, also ihr kennt es auch, wenn ihr andere Wünsche habt oder so, kennt es von mir aus in die Kommentare, da haben wir überhaupt nichts dagegen. Dann, was haben wir noch? Wie schon gesagt, also, wie schon gesagt, ist wurscht, Porsche, Mercedes, genau, Mercedes können wir auch mal schauen, wäre zwar eher zart, aber ich schaue mal auf alle Fälle. Dann das nächste ist, das ist scheiße, wie ich spicken muss, aber das hilft nichts. Zubehör, genau, Zubehör und Tuningteile. Und zwar, vielleicht kennt der eine oder andere von euch die Firma Foliatec aus Nürnberg. Foliatec aus Nürnberg. Die haben sogar so ganz tolle Sachen, Sprühfolien und farbige Radbolzen und glaub so, jetzt weiß ich nicht mehr auswendig, wie das heißt. So ein Lackset für Bremssättel haben sie und lauter solche Sachen. Wenn ihr wollt, erkundige ich mich mal da bei der Firma Foliatec und schreibe da mal eine E-Mail hin, ob das möglich war, da was vorzustellen. Schauen wir mal. Aber wirklich nur, wenn ihr Lust habt, weil da müsst ihr einen Haufen Zeit und Arbeit reinstecken und ich gehe nebenbei noch in die Schule und Wir sind schon wieder der Zeit hinten noch. Naja, egal. Genau, also da, wenn ihr Bock drauf habt,
Na, einfach unten rein schreiben. Dann wollt ihr mal wissen, soll ich euch einmal so, für die Leute, die es jetzt interessiert, so Oldtimer vergleichen. Mir da jemanden suchen, was weiß ich, Dekra, soweit ich weiß, macht die Dekra auch Oldtimer-Gutachten. Wenn, ihr könnt es mir auch korrigieren, wenn ich das jetzt falsch gesagt habe, bitte, also wenn ich jetzt irgendwas falsch gesagt habe, ja, bitte unten reinschreiben. Weil ich kann auch nicht alles wissen. Also von daher. Bitte, auch wenn euch jetzt auffallen ist, oh Simon, du hast was falsch gesagt in der und der Beziehung. Egal, einfach unten rein. Genau. Dekra, da bin ich mir also relativ sicher, dass die auch Oldtimer-Gutachten machen. Dann gibt es noch die Gesellschaft für technische Überwachung. Die macht es auf, da weiß ich gewiss, dass die machen. Und es gibt Classic Data, also der Sachverständigenvereinigung ist das. Da haben wir ein Sachverständigenbüro in Rosenheim. Kann ich mich auch mal erkundigen. Also, bitte. Unten. So, ja, dann ein Thema. Ich wollte es eigentlich schon lange mal erledigt haben, aber ist mir gekommen noch nicht zusammen. Ich habe euch auch schon mal in einem früheren Video erzählt, dass ein Partner kommen soll. Der Tobi, ehemaliger Schulspätzle von mir. Ja, das Problem ist, ich gehe in die Schule, der Tobi macht BVJ, das heißt, wir kommen nicht zusammen. Also für die, die nicht wissen, was BVJ ist, ist das Berufsvorbereitungsjahr. Und ja, das heißt, wir kommen nie zusammen. Weil ich bin bis heute 4 in der Schule. Also nächste Woche wird es auch mit den Videos, weil ich noch nicht genau, da wird es auch ein wenig zahlen, weil ich da ab nächster Woche stundenlang Unterricht habe. Muss ich mal schauen, sage ich euch aber noch Bescheid. Wenn ich meinen Stundenplan vorliegen habe und so eine Art, schaue ich mal und sage euch Bescheid. Genau, dann haben wir das auch. Ärgert mich selber ganz, ganz gewaltig, muss ich sagen, dass wir einfach nicht zusammenkommen. Weil entweder hat er keine Zeit oder ich habe keine Zeit und das ist voll scheiße. Ist leider so. Genau. Ah ja, jetzt habe ich das eigentlich schon vorher gesagt. Bin ich auf meiner Liste auch wegen durcheinander gekommen. Ja, so, fällt mir jetzt gerade noch was ein. Eine Sache habe ich tatsächlich auf meinem Zettel vergessen. Siehst du das? Und zwar, es kennen ja bestimmt viele von euch, ja, blöde Frage, die ist ja eigentlich bekannt. M-Power, M-Performance, kennt eigentlich ja jeder BMW-Fahrer. Fahrt jetzt, also, und es ist jetzt seit, ich hätte noch schauen sollen. Na, auf jeden Fall, Entschuldigung für die Ausdrücke, auf jeden Fall ist jetzt der neue M4 rausgekommen, der M4 Competition. Ich hätte Bock drauf, mir das einmal anzuschauen. Das Blöde ist, ich sitze da in meinem Kapuff und ich muss leider, also anstrecken nach München zu M-Power, das sind für mich 100 Kilometer. Das heißt, ich fahre hier und retour fast 200 Kilometer. Das sind nicht ganz 100. Ich fahre so knapp 200 Kilometer einmal hinauf und einmal wieder herunter. Deswegen, dazu ganz, ganz wichtig. Wir haben im November, weiß ich jetzt gar nicht auswendig, auf jeden Fall Allerheiligenferien, beziehungsweise Herbstferien. Kann ich mal schauen, sage euch aber gleich dazu, ich kann euch nichts versprechen. Ich kann euch aber nichts versprechen, weil, wie schon gesagt, München ist halt ein weiter Weg. Für mich selber noch kein Führerschein. Leider. Und ja. Aber da können wir mal schauen, wo wird dann M6, dann der neue M6, wie hat er den jetzt geheißen? Ja, ich schaue nochmal nach und mache mal ein extra Video dazu, bevor ich da jetzt bloß am Rumeiern bin. Das heißt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Das war mir jetzt eigentlich von allem fast am wichtigsten, weil das für mich die meiste Arbeit ist. Nach München fahren, dran, also erst einmal überhaupt, schlau machen, ob das erwünscht ist und hast du nicht gesehen. Und ja, deswegen war mir das am wichtigsten. Schreibt es mir in die Kommentare, was wollt ihr sehen? Wollt ihr jetzt meinetwegen nur den M4 Competition oder
war was weiß ich, oder soll ich nochmal schauen, was weiß ich, M3 oder eben der neue M6. Ich mache auf jeden Fall noch ein Auswahlvideo, was ihr euch auserkennt. Da mache ich dann vielleicht auch ins Video eine Umfrage rein. Na, wisst ihr ja, oben rechts in der Infobox kann man ja eine Umfrage starten. Und da werde ich dann nochmal ein Umfragevideo starten, was ihr sehen wollt. Da gebe ich euch dann ein paar Auswahlmöglichkeiten und das war mir da auch ganz wichtig, dass ihr das nutzt. Weil, wie schon gesagt, das ist für mich die meiste Arbeit. Und deswegen, bitte, bitte, könnt ihr mir schon gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr jetzt sagt, ihr kennt es am BMW, also von M-Power, super geil. Simon versucht mal das auch zu schauen. Ganz wichtig, unten eingeschreiben. Und da mache ich dann ein extra extra Video dazu, also wo ich euch dann die BMW-Auswahl vorstelle und da packe ich euch dann eine Umfrage oben rechts in die Infobox. Ja, das soll es jetzt an der Stelle aber auch schon wieder gewesen sein, meine lieben Freunde. Das Wichtigste hätte ich jetzt fast vergessen. Und zwar wollte ich mal Danke sagen für so viele Abonnenten in relativ kurzer Zeit. War jetzt, also ich habe angefangen damit, was waren denn das, 16 Abonnenten oder was, und habe in ein paar Tagen, weiß gar nicht mehr wie viel genau, habe ich einen Sprung gemacht auf 26. Also, und dann hätte ich noch eine letzte Frage. Ich laber schon wieder voll zu voll. Leute, es ist brutal. Nein, aber das, wo ich möchte es einfach loswerden und deswegen werden die Videos auch ab und zu ganz schön lang. Ist halt so. Glaubt ihr, wir schaffen dieses Jahr, ja, wir haben jetzt September, glaubt ihr, wir schaffen dieses Jahr noch die, weiß ich nicht, 40 Abonnenten? Schreibt es einmal auf jeden Fall unten auch zu dem ganzen anderen Gedöns in die Kommentare. Glaubt ihr, wir haben eine realistische Chance, dass wir dieses Jahr meinetwegen nur die 40 Abonnenten knacken? Schauen wir mal. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Das war's jetzt aber wirklich. Also, in diesem Sinne, bleibt weiter motorsportlich interessiert. Servus!